Hey und willkommen. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem derzeit stattfindenden Ausbau der Amerika-Linie im Abschnitt Uelzen-Salzwedel-Stendal und gehen dabei vor allem auf die neuesten Entwicklungen in den einzelnen Bauabschnitten ein. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung. Falls ihr noch nicht genau Bescheid wisst, was überhaupt zum Teil der Amerika-Linie gehört, dann empfehle ich euch das Video, welches nun oben rechts in der Infokarte verlinkt ist. Dort ist, dort bin ich bereits auf den älteren Stand der Streckenführung eingegangen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch das gerne einmal anschauen. Ansonsten machen wir jetzt weiter mit den neuesten Infos. Die allerneueste Nachricht ist wohl der umgebaute Bahnsteig auf Gleis 1 in Prizier, welcher seit Anfang März gesperrt war. Züge mussten in dieser Zeit auf dem Gegengleis fahren und jeweils den anderen Bahnsteig benutzen. Seit neuestem ist der Bahnsteig nun wieder nutzbar. Diese besitzten ein LED-Fahrgastinformationssystem, neue Sitzbänke sowie ein verbessertes Blindenleitsystem. Hier seht ihr nun ein Video, wie wir mit der Regionalbahn 32 daran vorbeifahren und doch anhalten. Ein weiterer Meilenstein im Ausbau der Strecke findet zurzeit im Bahnhof Schneger statt. Dort finden Bauarbeiten zum Einbau eines neuen dritten Gleises statt, welches vor allem zur Überholung von Güterzügen gedacht ist, da dieses Gleis an keinen Bahnsteig angebunden ist und es eine Länge von 740 Metern umfassen soll. Diese Arbeiten erforderten eine Sperrung oder beziehungsweise erfordern derzeit auch noch eine Sperrung des derzeit vorhandenen zweiten Gleises, wodurch die Fahrzeiten aller Züge entlang der Strecke angepasst werden musste und diese sich bereits im Bahnhof Salzwedel kreuzten. Teilweise bestand auch die Totalsperrung, wodurch ab Salzwedel Schienenersatzverkehr Busse in Richtung Uelzen fuhren. Das gleiche galt natürlich auch für die Gegenrichtung. Der Einbau des dritten Gleises soll dann bis spätestens zum Fahrplanwechsel Ende diesen Jahres erfolgt sein. Und naja, nun blicken wir zum Abschnitt der Strecke an dem ehemaligen Güterbahnhof in Salzwedel. Dort ist nämlich weiterhin ein Neubau eines Überholungsgleises in der Mache, davon hatte ich auch bereits berichtet im letzten Video. Auch hier sollen die Arbeiten bis zum Fahrplanwechsel erfolgreich beendet sein. Fahrplanänderungen oder anderweitige Einschränkungen gab es in diesem Zusammenhang bisher noch nicht, sind aber abzusehen, da es hierbei noch die erforderliche Signaltechnik eingebaut werden muss. Was steht eigentlich sonst noch an? Naja, tatsächlich erstmal weniger. Die Bauarbeiten an den eben genannten Streckenabschnitten laufen und sollen ja dann bis Jahresende fertig sein. Dann tritt ebenfalls der neue Fahrplan in Kraft, welcher starke Änderungen in Abfahrt- und Ankunftszeiten der Züge zur Folge hat. Unter anderem gibt es dann einen regelmäßigen Stundentakt zwischen Uelzen und Magdeburg. Jedoch sind die da ist wird die derzeitig verkehrende Regionalbahnlinie 32 zwischen Stendal und Salzwedel komplett gestrichen. Die Unterwegshalte werden dann von dem Regionalexpress bedient. Welche Änderungen sich des Weiteren im nächsten Jahr dann ergeben, dazu wird in ferner Zukunft noch ein Video erscheinen, sobald hier aktuellere Fahrplaninformationen vorliegen. Nun denn, das waren auch alle Entwicklungen zur Strecke Uelzen-Stendal. Ich hoffe, ich konnte euch neue hilfreiche Informationen mitgeben. Nun habt noch einen ganz angenehmen Tag und ciao!